Moin Moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Heute wieder locker, flockig, 15 Minuten. Na, schauen wir, ob wir es hinkriegen. Dice Masters. Und ja, wir schauen uns heute an einen Starter. Und die Starter, da bin ich ja sehr großer Fan von. Denn da ist immer quasi alles drin, was man so braucht. Auch Würfels und Karten und Gedöns und eine Anleitung und hast du nicht gesehen. Deswegen, wir schauen da einfach mal rein. Wir haben heute am Start Marvel Iron Man and War Machine. Ja, natürlich Mike Elliott and Eric M. Lang, nicht wahr? Allseits bekannt. Und ja, das hat wohl schon ein bisschen länger beim Händler irgendwo gelegen. Staub. Wir organisieren uns Mr. Cutter, der uns das hier mal fachmännisch an der Seite aufschneiden wird. Zack. Zack. Ja, Dice Masters, wie gesagt, Make Dice Masters Great Again. Ein wunderbares System. Und für alle, die das noch nicht kennen, checkt das definitiv mal aus, weil es macht Laune. So, wir gucken mal, was wir hier rauszaubern können. Hinten haben wir schon mal ein kleines Indiz, was wir hier haben. An Components haben wir 44 Custom Dice, also ihr kriegt erstmal 44 Würfel. 12 Basic Action Dice, 16 Character Dice, 16 Sidekick Dice. Yo. 39 Karten, davon 24 Character Cards, 10 Basic Action Cards, 4 Color Reminder Cards unter die Basic Actions, eine Rule Reminder Card, ein Rulebook und 2 Dice Bags. Ja, unsere guten kleinen Papierkotztüdel, aber es also ist alles dabei, was ihr braucht. Das ist ja das Geile, ne? Also ich finde die Geschichte immer super gut. Diese hier, die hebe ich mir alle auf, weil je nachdem, wann die rausgekommen sind, habt ihr mehr Keywords hinten im Lexikon drin. Das heißt, das wurde ja mit der Zeit so ein bisschen aufgebaut und wenn ihr da irgendwas sucht und guckt einfach, behalt nur das allererste, was ihr jemals in den Finger kriegt, weil ihr denkt so, oh ja, ich hab das ja, dann fehlen euch vielleicht ein, zwei Sachen nachher. Und ja, wie gesagt, die Fähigkeiten kommen ja nach und nach immer dabei, wie das bei allen Spielen quasi so ist. Und deswegen hebt das mal lieber auf. So, Karten. Und oi weh. Oh, das war dumm. Da ist schon einer abgehauen. Würfels. Oi, da ist schon einer abgehauen. Da ist er wieder. Da muss ich einmal auf Tauchstation gehen hier, damit wir einmal da den Würfel wieder einfangen können. So, einmal wieder richtig hingesetzt. Weiter geht's. Ja, hier einmal bitte nicht essen, trinken, nicht wahr? Ihr kennt die Nummer. Gut, so, ihr seht, ihr kriegt einen ganzen Teil Würfel. Wir haben hier, wie gesagt, unsere Sidekicks. Wir haben hier unsere Basic Action Dice, die wir unter die Karten packen können. Und dann haben wir natürlich unsere ganzen Würfels für die entsprechenden Karten. Ja, dann haben wir noch zwei Würfelbeutel dabei. Ich packe die immer alle zusammen in eine Box, falls mir irgendwie einer fehlt oder wer zu Besuch ist oder so. Ansonsten habe ich Stoffbeutel dafür. Ist aber immer ganz süß hier, die sind nett bedruckt. Und ja, kann man mal nehmen. Gut, dann haben wir natürlich unsere Karten hier. Und ja, das ist ja immer die interessante Geschichte an der Sache, ne? Und ja, das machen wir einfach mal ganz brutal hier auf. Die kommen nachher eh in den Ordner. Und zack, so. Wir haben als erstes Kamera. So, da ist die Kamera. Unsere Keywords. Suit Up, Ally, Fast, Iron Will und Overcrush. Und ja, wie gesagt, solche Sachen am besten auch aufbewahren. Irgendwo eine Kartenhülle stecken, an der Seite legen. So, und dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn hier? So, nochmal für die, die das hier zum ersten Mal sehen. Wir haben hier Karten, die jeweils auch die 6 Würfel gleich mit anzeigen. Es sind jeweils 3 Energieseiten. Ne? Hier ist jeweils doppelt Energie, die ihr dann ziehen könnt, wenn ihr die Seite würfelt. Und hier habt ihr eure Level, Level 1, 2, 3, also quasi die Charakterseite von dem Würfel. Oben links seht ihr mal die Feeling Cost, also was das kostet, den ins Feld zu führen. Haben wir hier 0, 1, 1. Und dann haben wir Angriff und Verteidigung, Angriff oben, Verteidigung unten. Und wer sowas wie Magic oder sowas mal gespielt hat, der weiß, dass das im Kampf, dass man sich dann halt irgendwie Stärke gegen Verteidigung messen muss. Und ja. Hier haben wir noch die maximale Würfelanzahl, die ihr mitführen dürft Würfeln für den Jungen. Und dann schauen wir einfach mal. Und hier haben wir tatsächlich mal einen Würfel auch mit einem Burst-Symbol. Wenn ihr ein Burst-Symbol würfelt, dann könnt ihr den Burst-Effekt ausführen. Das ist sehr praktisch. Funktioniert aber allerdings nur, wenn ihr das Burst-Symbol habt und auch in der entsprechenden Anzahl. Es gibt nämlich auch Doppel-Burst-Symbole. Da funktioniert es halt nur, wenn er das Doppelte würfelt. So, wir haben hier als erstes Howard Stark, Father. Jawohl. Ich mache das mit euch so, dass wir uns die Karten einfach hier einmal angucken und dann schauen wir mal, was die denn so können. Das wird dann halt irgendwie bei solchen Starters hier nicht mit 15 Minuten auskommen, nicht wahr? Das machen wir dann bei den Displays halt immer, deswegen schauen wir einfach uns die Karten hier mal in Ruhe an. Ally hatte dann ein Burst-Symbol. Howard Stark can't be targeted by global abilities. Jawohl.
So, da muss ich einmal die Kamera drehen. Die stand heute irgendwie andersrum auf dem Stativ. Also beziehungsweise Stativ stand ein bisschen falsch. Kann ich nicht gescheit lesen. So, Feeling-Kurs 0-1-1, also nach Level, ne, von 1 nach 3. Dann Power und, also, ne, Attack-Defense 1-2-2-2 bis 2-3. Yo, dann Howard Stark, Expert-Businessman. Und ja, ihr habt immer den Untertitel hier. Ihr dürft aber trotzdem immer nur eine Karte mitführen von dem Namen. Also sprich, ihr könnt keinen zweimal Howard Stark am Start haben. Das heißt, selbst wenn es einmal der Vater und einmal der Businessman ist, ne, müsst ihr das separat machen. So, Ally Hatter, ne, this die counts as a sidekick in the field zone. Und at the start of your turn, you may sacrifice this card, this character die, nicht card. If you do, other character dies, you control gain plus 2 attack until end of turn. Yes, sir. Dann haben wir Howard Stark Brilliant Ally wieder. At the start of your turn, you may sacrifice this character die. If you do, spin target character die up one level, ne? Also quasi von 2 auf 3 zum Beispiel. If you do, spin up one level, genau. It gains Iron Will until end of turn. So, und da ist natürlich dann wieder zu wichtig zu wissen, was das ist. Das heißt, da habt ihr wieder eure Karte hier und da könnt ihr nachgucken. Ich halte euch das einmal in die Kamera, wer das lesen möchte. Müsst ihr aber auf Stopp drücken, was Iron Will ist. So, ja, genau. Die Würfel, die bleiben hier unten natürlich immer gleich. Ihr kriegt halt immer, das ist ja das Schöne, ihr könnt verschiedene Charaktere, also verschiedene Karten pro Charakter spielen. Also, ne, jeweils, falsch, nicht spielen, sondern aussuchen. Ihr wählt dann eine, aber ihr spielt das halt immer mit den gleichen Würfeln. So, dann haben wir Hulkbuster Iron Man Model 36. Ach so, Energie. Eben ganz vergessen zu sagen. Hier oben sind immer die Energiekosten. Hier zum Beispiel 3, mindestens 1 davon muss Maske sein und hier haben wir das Fraktionssymbol da noch dabei. Er kostet zum Beispiel schon 6. Hulkbuster Iron Man cannot be blocked by character dice with purchase cost 6 or more. Ja, das sind halt teure Würfel, ne? Er hat hier, ne, eine Fist Doppel-Doppel und dann hat er Feeling Cost 1, 2, 3 und Attack Defense 5, 5, 6, 6, 7, 7 auf Level 3, ne? Schon ein bisschen mehr, deswegen kostet auch ein bisschen mehr. Hulkbuster Iron Man Rocket Powered Punches für 6. Einmal davon müssen wir hier diese Shark Industries Maske haben. Suit Up Iron Man. When purchased, you may KO an Iron Man Character Die to field this at Level 2. Ja, guck. Ne, also immer gut, sogar gleich auf Level 2. So, er kostet schon 7. Hulkbuster Iron Man Bustin makes me feel good. Jawohl. When fielded, you may KO target opposing character die with purchase cost 6 or more. If you do, gain 2 life. Ja, Leben immer gut, ne? Also direkt Schaden ist immer schwierig, also ist immer gefährlich, ne? Man hat 20 Lebenspunkte im Standardspiel und wenn die futsch sind, dann habt ihr verloren. Ich lege das mal so ein bisschen aus der Kamera, das stört das Bild, finde ich. So. Die Würfel, wie gesagt, bleiben immer gleich, deswegen brauchen wir uns die hier nicht anzugucken. So, weiter geht's mit Iron Manor Earth X. Für 4, eins davon muss Blitz sein. Suit up Iron Man. When purchased, you may KO an Iron Man Character Die to field this die at Level 2. Dann Global, seht ihr in Rot, und Global steht davor, das darf jeder benutzen, also Achtung, auch der Gegner, wenn das auf dem Tisch liegt, ne? Pay 0, das mit dem Kreis drumherum, das ist immer generische Energie. Once per turn, on your turn, spin down one of your, Dingsbums, wie heißen sie hier, Stark Industries, also quasi dieses Symbol. Character Dice, you may field, selbes Symbol, Dice, Character Die for one Genetic oder Generic Energy Less, also kostet eine generische Energie weniger. Yo, Feeling Cost 1, 2, 2, Attack Defense 4, 4, 6, 4, 6, 6. Yes, Sir. So, dann haben wir hermetically sealed, also ne, komplett abgeriegelt oder ja, hermetisch, genau, so das ist das deutsche Wort. Suit Up Iron Man haben wir schon gesehen eben. Dann Iron Man against plus 1 Attack plus 1 Defense for each other different Stark Industry Character. Yo, alles klar. Nicht verwirren lassen, auf Deutsch ist das A und V, glaube ich. A, Attacke und Verteidigung. Also ich habe schon lange keinen Deutsch mehr in der Hand gehabt. Ja, ich glaube schon. Nicht verwirren lassen ist halt immer Angriff, Verteidigung oder Attack Defense im Englischen. Jawohl. So, dann haben wir Celestial Slayer. Suit up Iron Man hat er wieder. Iron Man gains plus 1 Attack plus 1 Defense for each other character. For each other different active Stark Industries Character. So, active heißt, der muss in der Field oder in der Attack Zone liegen. Global, wir können wieder 0 bezahlen. Once per turn einen runterdrehen, einen von unseren und können dann einen von den Stark Industries Dice für ein weniger fielden. Dann geht's weiter mit Iron Spider. Jawohl, das ist ein Spider-Friend. Und auch Stark Industries in der Version 2.0 für 3, eins davon muss Fist sein.
When fielded, target Stark Industries and Spider-Friends Character die, you control gets plus 1 D, also plus 1 Defense bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir Burst-Symbol, der Würfel hat tatsächlich auch 1 auf Level 3. Instead, when fielded, each of your Stark Industries or Spider-Friends Character dies gets plus 1 Defense. Ja, 3 Energieseiten, 2 davon Doppelfist. Ansonsten Feeling Cost 1-1-2 und Attack Defense 4-1-4-2-5-3 mit auf Level 3 einem Burst-Symbol. Also mehr der Angreifer als der Verteidiger definitiv. Dann haben wir Waldos, viel mehr. Suit up Iron or Spider-Man. When purchased, you may KO an Iron Man or Spider-Man Character Die to field this at Level 2. Yes, Sir, für 3. Dann haben wir Iron Spider, too cool for Words, yeah, alles klar. When fielded, deal 2 damage to a target character die for each different active Stark character or Spider Friend character die you control. Yo. Dann haben wir Jarvis, den Butler. Das ist Avengers hier, ne? Das Fraktionssymbol. Für 3, 1 muss Maske sein. Ally, this die counts as a sidekick. In the field zone, when fielded, deal X damage to target character die, where X is the number of character dies you fielded this turn, including Jarvis. Global, wir zahlen nix. Once per turn dürfen wir einen runterdrehen, das haben wir eben schon gesehen, die gleiche Nummer, und dann einen irgendwie halt für einen weniger fielden. Jo, generische Energie. So, dann haben wir Loyal, Confident, mit Ella wieder. When fielded, this the next character die you field this turn costs 1 generic energy less to field and gets plus 1 attack and plus 1 defense this turn. Achso, ja genau, der kostet 4 und wir haben uns die Würfel noch gar nicht betrachtet. 3 mehr Energie, 2 Seiten davon Doppelmaske. Fielding kostet 0, 0, 0. Attack, Defense 1, 1, 1, 2, 1, 3. Also, ne, da ist halt nicht der Stärkste. Der Mann mit dem Staubsauger in der Hand. Chief of Staff für 5. Mit Ally wieder, when fielded, gain X life, where X is the number of character dice you fielded this turn, including Jarvis. Also er zählt mit. Dann haben wir Rescue Mark 1616 für, ja, 2 Energie, 1 muss Blitz sein und ansonsten Vanilla, kann er nischt. Erzeugt Blitzenergie oder sie vielmehr. Feeling Cost 011, Attack Defense 31, 33, 43. Yo. Weiter geht's mit Resilient für 3. 1 muss Blitz sein, Suit Up, Pepper, Pots or Rescue. At the end of your Roll and Reroll step, your opponent loses 1 life for each Rescue die that rolled an Energy Phase. Rescue don't need to be active for this ability to trigger. Oh, okay, also sie muss nicht aktiv sein dafür, das ist gut. Hatten wir schon, in die Feeling Kurs 011, hatten wir schon geguckt, naja. Suit Up, Pepper, Pots or Rescue, at the end of... Your roll and reroll step, draw 1 die for each rescue die you rolled that shows an energy phase. Field any Stark Industries character dice you drew at level 1. Return all other dice drawn this way to your bag. Rescue doesn't need to be active. Bla bla bla. Ja, also das finde ich mal gut. Hier für 4 Energie, also dass sie nicht active sein muss. So, dann haben wir Space Armor Iron Man Model 5. für 4, 1 muss Schild sein. Suit up Iron Man. When purchased, you may KO an Iron Man character die. To field this die at level 2. Jo, Energie hat das Schild, ne? Zweimal doppelt, einmal einfach. Feeling Cost 1, 1, 2. Attack Defense 3, 5, 3, 7, 4, 7. Und auf Level 1 und 2 jeweils ein Burst-Symbol. Ja, für 4 Energy finde ich den noch ganz nett, ne? So, dann haben wir Space Armor Iron Man Deep Space für 5 Energie. Suit Up Iron Man haben wir wieder. When purchased, you may KO an Iron Man character, field this die at level 2. Dann Burst. Each time an opposing character deals damage to Space Armor Iron Man, you gain 1 life. Jo. Dann haben wir noch für 6 Energie. Hashtag 14-C. Ja. If Space Armor Iron Man would be KO'd by combat damage, you may pay a shield. If you do, spin Space Armor Iron Man 1 level. Up one level, ich wollte gerade sagen, hoch oder runter, aber steht davor, up one level and clear all damage from him. Dann haben wir Burst, also Wut. When fielded, Space Armor Iron Man gets Overcrush. Ja, wieder Sonderfähigkeit, ne, man schaue ins Heftchen dafür. Deswegen immer schön, auch zum Spielen so ein Heftchen mal mitnehmen, das kann nämlich in der Regel nicht schaden. So, dann haben wir War Machine Model 11. Jo, für 3, 1 muss Schild sein. Fast. This character deals damage before non-fast characters in combat. Ja, steht nochmal schön erklärt hier, ne, für die Leute. Also quasi, der hat sowas wie Erstschlag, würde das dann bei Magic dann einfach mal heißen, ne? Oder First Strike.
Energie haut heraus Schilde und zwar 2x2, einmal 1 und Feeling kostet dann 0, 1, 2. Attack Defense 2, 4, 3, 4, 4, 5 und auf Level 1 ein Burst-Symbol. Jo. Dann haben wir War Machine Rode. Für 4, 1 muss Schild sein. Fast, when War Machine KOs an opposing character die with combat damage, also wichtig, ne, Kampfschaden, deal 2 damage to your opponent. Burst, War Machine gets plus 1 attack. Ja, das ist immer gut. Dann XAXL 1000 für 4 Energie. Fast, suit up Iron Man und Burst, Sidekicks can't block War Machine. Oh, das ist schön, das heißt, wenn der Gegner sich da wieder einfach so ein, zwei Sidekicks aufgehoben hat zum Blocken, da marschiert er so durch. Cooles Artwork. Armor Wars. Basic Action Cards sind wir angekommen. Für 4. KO Target Character Die with Suit Up, ne? Also mit der Fähigkeit. Each player loses one life. Each, also jeder, ne? Und wir sehen, hier haben wir halt immer die typischen zwei generischen Energie auf drei Seiten. Einmal die Action, das Action-Symbol, also mit dem Ausrufezeichen, einmal mit einem Burst, einmal mit zwei Burst. Jo, drei Würfel kommen da drauf. Weiter geht's mit Cone of Cold für 3. Mit einer Global. Pay one fist. Target block character gets die gets plus 2 attack. Das ist gefährlich, ne? Aufpassen. Global darf jeder. Standardtext. Deal 1 damage to target character, dial die 2 damage to a different target character, dial deal 3 damage to another different target character die. You may only use this action if there are at least 3 character dies in the field zone. Aber auch eine geile Nummer, ne? 1 Schaden, 2 Schaden, 3 Schaden schießen. Läuft. Ne, 2, Moment. Doch ja, 1 Schaden, 2 Schaden, 3 Schaden. Oh, geil. Cooles Artwork. Hyper Velocity. Für 5. Continuous. At the end of. Ist da ein Fleck drauf? Jo, was haben wir denn für ein Schmodder drauf? Auf dem original ausgepackten Ding. Da müssen wir gleich mal gucken. Fliege zwischengekommen oder was? At the end of each player's turn, if they didn't attack with any character dies, they lose 2 life. Burst 1 oder 2. Ne, da zählt dann beides. Also, any player may pay 3 life during their main step to send this die to the used pile. Yes, sir. Dann haben wir One Against Many. Basic Action Card auch wieder. Für 5, deal target player X damage, where X is the number of character dies in the field zone plus 2. Oh, böse Karte, böse Karte. So, dann haben wir Smash. Für 3, KO target level 1 character die. Oh, kurz und schmerzlos, ne? Burst 2, instead KO target level 1 or 2 character die. Global Pay Fist Target Blocked Character Die Deals No Combat Damage This Turn. Oh ja, schön einmal kastrieren, das ist auch gut. Surprise Attack, Basic Action auch, ne, sind wir immer noch. Für 2 Deal 1 Damage to Target Character Die, Burst 1 oder 2, Instead Deal 2 Damage. Jawohl. Upgrade Fortification, für 2 Target Character Die You Control Gains Iron Will. Lose 2 Life if that Character Die isn't a Shield Character Die. Ne, also hier quasi von seiner Art her. Upgrade Proton Cannon. Für 2 Target Character Die You Control Gains Overcrush. KO that Character Die at the end of turn. Achso, nochmal. KO that Character Die at the end of turn if it isn't a Fist Character Die. Also wenn es keine Faust ist, dann wird er am Ende des Zuges KO'd. So, Upgrade Smokescreen. Für 2 Target Character Die You Control gets plus 2 Attack. If it is a level 1 mass character die, it can't be blocked this turn. Yes, sir. Upgrade Unibeam. Für 2. Target character die you control gets plus 2 attack. If it is a blitz, bolt. Ja, so heißt es auf Englisch, verdammt. Character die, it also gains fast. Yo. Und dann haben wir hier noch unsere Unterleger. Das heißt, wenn ihr Basic Action Karten habt, dann legt ihr da quasi die passende Farbe, also eine gewählte Farbe drunter und die passenden Würfel, hier wäre es dann orange da drauf, das heißt jedes Mal, wenn ihr einen orangen Würfel zieht, guckt da welche Karte, Basic Action hat orange und dann könnt ihr die zuordnen. Simpel, einfach, funktioniert, top. Gut, ich glaube, dann haben wir es, sind wir durch, ne? Ein Schmodderfleck hier auf der Karte, den werde ich gleich mal wegmachen. Ja, liebe Leute, das war in nicht ganz 15 Minuten natürlich, Marvel Iron Man and War Machine Starter, jawohl. Und wie gesagt, wenn ihr das noch nicht kennt, die Starter kriegt ihr teilweise schon für einen Zehner. Schaut da einfach mal rein. Das ist ein System, was einfach genial ist und einfach immer noch Laune macht.
Es gibt schon viele, viele Jahre, was aber auch Leute nicht davon abhält, Magic oder so zu spielen. Und es macht Laune, es kommen immer noch neue Sachen zum Glück dazu raus. Und damit das auch so bleibt, make Dice Masters great, great again, nicht wahr? Und holt euch ein paar Sachen davon, das wollte ich sagen, deswegen es. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß bei allem, was ihr tut, gehabt euch wohl. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.